Und wenn man eins nicht sagen kann, ist, dass wir schlecht untergebracht werden jeden Abend. Ja, bei Herrn Winterscheid, ja, da ist nicht so viel mit Händewaschen, aber... Ja, warum auch? Ich bin eh so verdrängt, ich muss gleich erstmal duschen. So, jetzt pass mal auf. Wir sind ja hier in Schweden und es gibt natürlich auch typische schwedische Dinge, die man einfach tun muss, ja? Okay. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wenn ich du wäre, würde ich das hier essen. Schöpfbrüder, ich versuche. Das ist aber nicht drin. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass du das essen sollst, was da drin ist, sondern ich habe gesagt, du sollst das hier essen. Ach, hau ab. Die ganze Packung? Ja. Ich habe noch nie Papier gegessen. Wie schmeckt das? Darf ich auch mal so ein Stück probieren? Das ist mein Essen. War auch nur ein Witz. Wie kommst du mal eigentlich auf so Ideen? Wie krank bist du eigentlich? Kennst du das nicht? Du stehst an der Tankstelle und weißt nicht, was du kaufen sollst? Der Joko, der frisst wieder Pappen, ne? Weg ist es. Ja, sehr gut. Muss ich jetzt mal sagen. Anerkennt, ja? Die Zeit, weil jetzt ist der Herr ja gerade duschen, der Feine, ja. Ich war nämlich ja heute auch mit ihm an der Tankstelle und habe mich gerade gefragt, kennst du das, wenn man nicht weiß, was man da kaufen soll und irgendwas kauft? Ja, das kenne ich auch. Ich habe diese Programmzeitschrift gekauft, möchte ich jetzt einfach mal sagen, und habe mich gefragt, was ich damit wohl machen kann. Ich hatte nicht so wirklich eine Idee im ersten Moment, aber dann überkam es mich. Und zwar ist hier ein beratender Teil drin, sowas wie Dr. Sommer von der Bravo, ja, das kennt ja jeder, wo die Leute hier hinschreiben und Fragen an den Pornodoktor stellen dürfen. Und ich werde Klaas einfach einen dieser Ausschnitte ausreißen. Und ja, was er dann damit machen muss, werden wir dann gleich mal sehen. Ne? Wenn ich du wäre, machst du dieses Problem zu deinem und erklärst der Tante in der Rezeption einfach mal, was in deinem Leben gerade los ist. Sie wird es verstehen, du nicht. Viel Spaß. Oh, du bist so ein Penner, Alter. Du bist so ein Penner, Alter. Hi, Nina. My name is Klaas and I have a serious problem. I just wrote it down right here. It's that one. What's my problem, Nina? Your problem is that you absolutely need to masturbate once a day or else you get really nervous. And the Ingrid here, she thinks that's a bit funny and is wondering if, guys, you're 28, does the same thing as you do every day. Thank you. Alter, das war so peinlich. Der bekommt den Satz, du alter Wichser, eine ganz neue Bedeutung. Your role is playing up to now? No interviews. Was ist eigentlich mit Chai Exhibit los? Keine Ahnung, ich glaube, der entführt das Flugzeug jetzt. Nächster Zwischenstopp. Ben and Jerry's. Ja, genau. Hier gibt's das großartige, leckere Eis, was du so gerne isst. Ja. Nein, warte doch mal. Ich hab doch gehört, ich hole noch was. Das so zu essen, ja, das kann ja jeder. Ich habe hier so eine Art Hundefutter für Menschen. Das ist Beef Jerky, das getrocknetes Fleisch. Ja? Oh nein, das hasse ich. Und du isst das doch so gerne, das Essen. Und ich dachte mir einfach so, das? Nicht, bitte. Wenn ich du wäre. Nein, bitte würde nicht. Bitte, einfach mal Ben & Jerry's Beef Jerky probieren. Ich bin einmal im Leben dieser Scheiß. Oh, du bist so. Also so wie, Alter, ich hasse das schon alleine. Ja.
ist übrigens vom von der Antilope. Aber was? Antilopenfleisch. Du bist so ein Arsch, ey. Unmöglich. Hinter uns befindet sich das Hotel. Ja, also in Kanada sind wir untergebracht im Le Château Bourdon. Da sitzen wahrscheinlich oben auch so Steinfiguren, so Gargoyles, die nachts rumfliegen und so. So sieht das zumindest hier aus. Ne? Also so eine Mischung aus Luxushotel und Horrorfilm-Drehort. Gotham City. Wir gehen mal rein, oder? Wir gehen einfach mal rein, checken mal das Hotel und sehen uns. Ich würde aber sagen, wir fangen direkt, um ein bisschen auch mal wieder wach zu werden, an mit einer Runde, wenn ich du wäre. Und ich würde einfach mal sagen, Joko, wenn ich du wäre, würde ich jetzt reingehen in das Hotel, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, würde ich direkt mal sehr extrovertiert und laut an der Rezeption nachfragen, ob sie denn auch schwulen Pornos im Pay-TV anbieten. Do you have gay porn on your rooms? I don't answer. Sorry. I don't answer. Excuse me, guys. Do you know whether they got gay porn on the rooms over here?